Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einem neuen Video und heute möchte ich etwas über den Atari Lynx sprechen, denn das ist eine wunderbare Handheld-Konsole von Anfang der 90er Jahre, die technisch wirklich was zu bieten hatte, aber leider wirklich in der Vergessenheit verschwunden ist und damals auch gescheitert ist, vor allem im Gegensatz zu dem Game Boy. Warum das alles so war und was das System alles bietet, erfahrt ihr in diesem Video. Die Konsole selbst ist sehr stark mit der Firma Epix verbunden, die eigentlich eher Software hergestellt haben. Epix war aber nicht immer der Name. 1978 starteten John Freeman und Jim Connolly die Firma als Automated Simulations. Die beiden hatten Lust, Spiele zu machen, die ein bisschen mehr Tiefgang hatten als das übliche Arcade-Zeugs. Bedenkt, dass wir zu dieser Zeit die Spiele sehr, sehr simpel waren. Ihr Erstlingswerk war dabei Starfleet Orion, ein Sci-Fi-Strategieklassiker, der zu dieser Zeit sehr ambitioniert war. Aber der echte Durchbruch kam mit Jumpman im Jahr 1983. Wirklich von Randy Glover war das Spiel ein Plattformer, der die Spieler mit seinen kniffligen Levels und innovativen Gameplay begeisterte. Das war gleich ein riesiger Erfolg und bestärkte natürlich die beiden weiterzumachen. Der erste Schritt war also getan und die Firma wuchs auch fleißig. Und dann kamen die Spiele, die Epic so wirklich auf die Karte der Videospielwelt gesetzt haben. Summer Games, Winter Games und natürlich California Games. Damals ging wohl kein Weg um diese Spiele drumherum. Damals in den 80er Jahren hatte jeder, also wirklich jeder, der ein C64 hatte oder ähnliches, diese Spiele. Und das obwohl die eigentlich recht simple Sportspiele waren. Die hatten natürlich jetzt alle Krankheiten von den Sportspielen dieser Zeit. Also hier meine ich das Rumhämmern auf den Tasten und ähnliches. Aber es waren echt unterhaltsame Spiele für die Zeit. Mein Favorit war damals übrigens California Games, das eher naja, ungewöhnliche Sportarten hatte und sich nicht ganz so steif anfühlte. Aber nicht alles lief glatt. Die Spielebranche ist natürlich schnellliebig und Epix hatte damit zu kämpfen, mitzuhalten. Große Konkurrenz, der Druck, ständig Hits rauszubringen und natürlich die großen Entwicklungskosten. Das alles hatte die Firma ganz schön ins Trudeln gebracht, obwohl sie einige erfolgreiche Titel natürlich hatten. Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er wurde es dann richtig schwer und Epix musste einsehen, dass nicht alles so immer so weitergehen kann. Trotz einiger sehr innovativer Ideen konnte die Firma die finanziellen Probleme einfach nicht in den Griff kriegen. Und ja, so kam leider das Ende für Epix. Aber eins ist sicher, ihr Erbe, die Spiele, die Innovationen, die bleiben. Epix hat nicht nur den Weg für viele nachfolgende Spiele geebnet, sondern auch gezeigt, wie schnell sich die Spielewelt Erfolg und Niederlage abwechseln können. Aber jetzt fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich, was hat das jetzt alles mit den Lynx zu tun? Dazu kommen wir jetzt. Der Atari Lynx war nicht nur irgendwie eine Handheld-Konsole, er war der erste seiner Art, der ein Farb-LCD-Bildschirm bot und damit den Weg in die Zukunft des mobilen Gamings ebnete. Aber wie kam es jetzt zu dieser revolutionären Entwicklung? Wie im ersten Kapitel schon angedeutet, spielt hier die Spielefirma Epix eine entscheidende Rolle. Die Entstehung des Lynx begann mit seiner einfachen Frage eines Sohnes an seinen Vater, nämlich den David Morse, einen ehemaligen Manager bei Amiga, der zu dieser Zeit bei Epix arbeitete. Der Sohn wollte wissen, ob sein Vater in der Lage wäre, ein tragbares Spielesystem zu entwickeln. Inspiriert von dieser Frage und der Vision seines Sohnes nahm Morse Kontakt zu R.J. Mickel und Dave Needle auf, zwei ehemaligen Designern bei Amiga, um diese Herausforderung anzugehen. Bedenkt dabei, das war 1986 und diese Idee war da revolutionär. Richtig gute Handhelds wie den Game Boy oder ähnliches gab es da noch nicht. Nur ganz einfach Varianten wie die Game & Watch Serie von Nintendo. Das Projekt trug erstmal den Namen Handy Game oder ganz einfach Handy und begann seine Planungs- und Entwicklungsphase dann auch gleich im Jahr 1986 und war ein Jahr später bereits in einem relativ fortgeschrittenen Stadium. Das Ziel war es, eine Konsole zu schaffen, die Spiele von Modulen abspielen konnte, die an Steckplatz an der Oberseite des Gerätes eingeführt wurden. Mit einem 8-Bit-Prozessor, einem 16-Bit-Grafikchip, der in der Lage war, Sprites zu rotieren, zu skalieren und zu verzerren, einem 4-Kanal-Soundchip und
einem Comlinks-Port für Mehrspielerspiele war das Handy ein technisches Wunderwerk seiner Zeit. Vergleich mal diese Features mit dem späteren Game Boy, der einige Jahre später kam. Eine besondere Funktion war auch der Knopf zum Umschalten zwischen Links- und Rechtshänder-Modus sowie die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms, die es den Spielern ermöglichte, auch im Dunkeln zu spielen. Auch das alles Sachen, die durchdacht waren und ihrer Zeit weit voraus waren. Vor allem das mit dem Linkshänder. Das suchen wir heute ja immer noch. Als das Handy dann 1989 auf der Winter Consumer Electrician Show, also CES, vorgestellt wurde, hielt es positive Reaktionen, aber schon in den ersten Kapiteln angedeutet, stand Epix vor finanziellen Schwierigkeiten. Man begab sich auf die Suche nach einem finanziellen Partner. Verschiedene Firmen, darunter Nintendo und Sega, lehnten es ab, sich an dem Projekt zu beteiligen. Doch schließlich fand Epix in Atari einen Partner, der bereit war, die Produktion und das Marketing zu übernehmen, während Epix für die Softwareentwicklung zuständig sein sollte. Leider jedoch meldete Epix dann im selben Jahr noch Konkurs an, sodass Atari praktisch das gesamte Projekt übernahm. Im September 1989 brachte Atari schließlich das Handy unter dem Namen Lynx auf den Markt. Mit einem Preis von $179,99, was inflationsbereinigt heute ungefähr $411 wären, war der Lynx technisch weit überlegen gegenüber Nintendos Game Boy, der nur 2 Monate zuvor erschienen war und lediglich einen monochromen Bildschirm bot. Bei uns in Europa erschien es ein Jahr später und kostete bei uns ungefähr 399 Mark, was inflationsbereinigt ungefähr 345 Euro sind. Der Lynx stand zumindest technisch auch im Wettbewerb mit Segas Game Gear und NECs Turbo Express, die im folgenden Jahr herauskamen. Trotz einiger innovativer Spiele wie Blue Lightning, Chips Challenge und California Games sowie Umsetzung von klassischen Atari und Midway Automatenspielen und Computerspielen wie Lemmings oder SimCity kämpfte der Lynx mit Herausforderungen wie den hohen Preis, hohen Batterieverbrauch, einer begrenzten Anzahl an verfügbaren Spielen und nicht zuletzt dem mangelnden Marketing von Atari, aber dazu später. 1991 versuchte Atari dann mit einer überarbeiteten Version des Lynx, dem Lynx 2, neue Impulse zu setzen. Dieser hatte ein kompakteres Gehäuse, die Möglichkeit, die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirmes abzuschalten, um Batterien zu sparen, bot Stereo-Sound am Kopfhörerausgang und einen verbesserten Modulschacht. Trotz dieser Verbesserung konnte der Lynx 2 den Marktanteil von Nintendos oder Sega nicht ganz gefährden und war letztlich nicht viel erfolgreicher als sein Vorgänger. Der Zug war also mehr oder weniger abgefahren. Atari stellte die Produktion des Lynx im Jahr 1995 ein, um sich auf die Entwicklung seiner neuen 64-Bit-Konsole, dem Atari Jaguar, zu konzentrieren. Das Ding ist dann ja auch wieder eine ganz eigene Geschichte. Obwohl der Lynx kommerziell nicht wirklich erfolgreich war, gilt er heute noch als einer der innovativsten und fortschrittlichsten Handheld-Konsolen seiner Zeit. Klar, er hatte natürlich viele Nachteile, aber schaut euch doch einfach mal die Spiele an. Ich spiele die derzeit auf meinen endlich angekommenen Adapter für meinen Analog Pocket und hochskaliert sehen die Dinge einfach nur wirklich hammermäßig aus. Und das schon theoretisch damals. Im nächsten Kapitel schauen wir uns dann noch einmal genauer die Technik an und wieso das eigentlich so hart gescheitert ist. In der Welt der tragbaren Spielekonsolen sticht der Lynx besonders hervor, das mit seiner fortschrittlichen Technik und seiner einzigartigen Fähigkeiten besticht. Er basiert auf 2 kraftvollen, maßgeschneiderten CMOS-Chips, Meiki und Susi, beide in einer Taktrate von 16 MHz. Der Hauptprozessor Meiki, ein 16-Bit Custom CMOS-Chip, umfasst einen WDC65SC02 Prozessor, der normalerweise mit etwa 3,6 MHz getaktet ist, obwohl er bis zu 4 MHz erreichen kann. Dieser Prozessor ist das Herzstück der Klanglandschaft der Konsole und bietet 4 Audiokanäle mit einem 8-Bit Digital-Analog-Umwandler pro Kanal. Die Audiokanäle können im Triple-Analog-Modus betrieben werden, was eine Qualität erzeugt, die fast an FM- oder PSG-Klang heranreicht. Mit einer Tonhöhe, die bis zu 100 Hz erreicht und einer Tiefe von mindestens 32 Hz. Ein Video-DMA-Treiber, entwickelt von den legendären Jay Miner und David Morse, runden die beeindruckenden Fähigkeiten des Meiki-Chips ab. Der zweite Prozessor, Susi, ist ebenfalls ein 16-Bit Custom CMOS-Chip mit 16 MHz, der für die Grafikdarstellung verantwortlich ist. Er ermöglicht eine unbegrenzte Anzahl von Blitter-Sprites mit Kollisionsprüfungs- und unterstützt Hardware-Sprite-Größen-, Verzerrungs- und Neigungseffekte. Zudem bietet Susi Hardware-Dekodierung von komprimierten Sprites, Hardware-Beschneidung und multidirektionales Scrollen, was für die damalige Zeit wirklich revolutionär war. Die variable Bildwiederholungsrate mit bis zu 45 Frames per Second erreichen kann,
und ein mathematischer Co-Prozessor unterstreichen die technische Finesse dieses Chips. Mit einem Arbeitsspeicher von 64 KB, der durch 2x256 KB DRAM und einer Zugriffszeit von 120 Nanosekunden realisiert wird und der Möglichkeit, Steckkarten von 128 KB bis zu 2 MB zu verwenden, bot diese Konsole eine beeindruckende Flexibilität bei der Spieleentwicklung und Speicherung. Zu den weiteren bemerkenswerten Komponenten gehören 8 Systemtimer, ein Interrupt-Controller, ein UART, also COM-Links für Verbindung, und 512 Bytes ROM, das ein Startprogramm und eine Ladesequenz enthält. Die Konsole verfügt über einen 3,5 Zoll Flüssigkristallbildschirm, der mit Kaltkathoden-Fluoreszenzlampen Hintergrund beleuchtet war und eine Auflösung von 160x102 Pixel bot. Die Stromversorgung erfolgte durch 6x Doppel-A-Batterien, die je nach Modell eine Lebensdauer von etwa nach 4,5 Stunden bzw. 5 bis 6 Stunden bei den Links 2 ermöglichten oder alternativ durch eine externe Stromversorgung mittels Netzteil-Autoadapter oder Battery Pack betrieben werden kann. Es wurden insgesamt ca. 3 Millionen Exemplare verkauft, während es 123 Spiele gab. Soweit also zum Technischen. Aber wieso scheiterte die Konsole jetzt? Naja, auf den ersten Punkt habe ich es im letzten Satz ja schon erwähnt. Nur 123 Spiele. Atari konnte nicht viele Entwickler dazu überreden, auch Spiele für das System zu veröffentlichen. Und wie wir alle durch den Game Boy gelernt haben, ist gerade das Spieleangebot wirklich wichtig, um eine Konsole auch zum Erfolg zu führen. Dann haben wir noch im Prinzip ähnliche Probleme, die der Game Gear auch hatte und die ich schon im Video über diesen auch schon angesprochen habe. Hohe Kosten und die Batterielebensdauer. So fortschrittlich der Dings auch war, war er quasi seiner Zeit voraus und hatte dadurch technische Probleme. Die Technik wollte natürlich auch bezahlt werden und was so ein Farbdisplay in der Zeit damals als Strom benötigt hat, haben wir ja beim Game Gear gesehen. Als letzten Punkt möchte ich hier noch das Marketing von Atari ansprechen. Das war nämlich nicht wirklich gut. Nintendo hatte das einfach besser drauf und so verschwand der Links leider immer mehr in der Bedeutungslosigkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kannte damals wirklich keinen damals, der einen Links hatte. Ich wusste auch gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Davon habe ich erst später in den Zeiten des Internets erfahren. So viel also zu dem ganzen Technischen. Aber was gab es eigentlich jetzt für Spiele? Es sind, wie angesprochen, insgesamt 123 erschienen, was also eine durchaus überschaubare Menge ist. Wobei ich sagen muss, dass noch heute von treuen Fans und Hobbyentwicklern immer wieder noch Homebrews veröffentlicht werden. Ich kann euch jetzt natürlich jetzt an dieser Stelle nicht alle Spiele vorstellen, aber ich habe mir mal so eine Handvoll Spiele rausgesucht, um mal etwas zu demonstrieren, was das System alles geleistet hat. Der Atari Lynx hatte in seiner Zeit viele klassische Spiele auf die Handheld-Konsole gebracht. Darunter blieb der Arcade-Titel und wegweisende Spiele wie Klux, Mrs. Pac-Man und Raiden. Ein Highlight dieser Sammlung ist zweifellos auch California Games, das auf verschiedenen Plattformen in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar war und sich durch seinen einzigartigen Mix aus virtuellen Sportarten im Sonnenstaat Kalifornien auszeichnet. Untermalt von passender Musik, die für gute Laune sorgt. Bei California Games auf der Lynx stehen den Spieler 4 Disziplinen zur Auswahl. BMX, Surfen, Halfpipe und Footback. Jede mit ihren eigenen Charme und Herausforderungen, während man im BMX-Teil über hügelige Pfade voller Hindernisse rast, verlangt das Surfen Geschicklichkeit bei der Ausführung von Tricks auf den Wellen. In der Halfpipe erwarten Skateboard-Stunts auf die Spieler und beim Footback gilt es, den Ball mit akrobatischen Tricks in der Luft zu halten. Besonders hervorzuheben sind die BMX- und Footback-Events, die mit lebendigen Grafiken, einem mitreißenden Soundtrack und einer intuitiven Steuerung punkten, was es zu den Favoriten macht. BMX und Footback sind die besten Disziplinen meiner Meinung nach. Das Surfen beeindruckt visuell und bietet trotz etwas geringen Spaßfaktors eine solide Herausforderung. Lediglich die Halfpipe-Disziplin fällt etwas ab meiner Meinung nach, hauptsächlich wegen der frustrierenden Steuerung, die den Gesamteindruck dann doch etwas trübt. Insgesamt bietet California Games eine authentische kalifornische Atmosphäre und zieht auch jene Spieler in seinen Bann, die sich sonst weniger für Sportspiele erwerben können. Trotz der Kritikpunkte, vor allem bei der Halfpipe, gilt das Spiel für den Höhepunkt im Lynx-Spielekatalog. Es überzeugt durch seine Unterhaltung, eignet sich hervorragend für schnelle Spielrunden zwischendurch und bietet auch so langfristig Spaß bei der Highscore-Jagd. Die Double Dragon-Serie ist wohl eines der ikonischsten Scrolling-Beat'em-Up-Spiele aller Zeiten. Die Umsetzung für den Atari Lynx führt das Spiel zu seinen Wurzeln zurück und bietet eine treue Adaption des ursprünglichen Arcade-Klassikers. Im Kern des Spiels steht die Mission, eine entführte Freundin aus den Fängen eines wahnsinnigen Schützen zu befreien, bewaffnet lediglich mit Fäusten, Füßen und gelegentlich den aufgefundenen Waffen.
Diese Lynx-Version erschien überraschenderweise spät und avancierte zu einem seltenen Sammlerstück. Die Grafik bleibt den Arcade-Original treu, von der Darstellung der Hauptfigur bis zu den Gegnern mit auffallend großen Sprites, die das Erkennen von Spielobjekten denn doch erleichtern. Obwohl die musikalische Untermalung gelungen und die Atmosphäre des Spiels einfängt, fallen die Soundeffekte der Kämpfe doch eher schwach aus. Die Steuerung ist intuitiv, übernimmt viele Bewegungen direkt aus der Arcade-Version, wobei Sprünge und Sprungtritte ein unerwartetes Risiko darstellen und oft vermieden werden sollten natürlich. Trotz seiner grafischen und klanglichen Treue zum Original leidet das Spiel jedoch unter den veralteten Gameplay und den zu niedrigen Schwierigkeitsgrad, was insbesondere im Vergleich zu den späteren Double Dragon Spielen und anderen Titeln wie Ninja Gaiden auffällt. Die Möglichkeit, das Spiel innerhalb einer Stunde zu beenden und der geringe Wiederspielwert schmälern dann doch etwas das Spielerlebnis. Zusammengefasst präsentiert sich Double Dragon auf den Links zwar visuell und akustisch ansprechend, kann jedoch spielerisch und in Bezug auf die Langzeitmotivation nicht nach vollständig überzeugen, aber ist immer noch gehobenes Mittelmaß. Für Lynx-Fans und Liebhaber des Double Dragon-Serie mag die Portierung einen soliden Zeitvertreib bieten. Unter den herausragenden Spielen für den Atari Lynx wie Electrocorp und California Games stach besonders Blue Lightning mit seiner Veröffentlichung vor. Dieses Spiel entführt den Spieler in das Cockpit eines blauen Kampfjets mit dem Auftrag, Ziele zu eliminieren und militärische Missionen zu erfüllen, wobei die Handlung gegenüber der actiongeladenen Luftkampferfahrung natürlich in den Hintergrund tritt. Die grafische Darstellung von Blue Lightning, einschließlich der Effekte für die Skalierung, Explosionen sowie der beeindruckenden Zwischensequenzen, übertraf sogar die Erwartungen vieler an die später erschienenen Atari Jaguar-Versionen. Das Spiel demonstrierte eindrucksvoll, was technisch möglich gewesen wäre, hätte der Lynx mehr Marketingunterstützung genossen und wird heute als einer der bedeutendsten Titel in der Geschichte der Konsole gewürdigt. Er steuert in dem Spiel nicht nur ein optisch beeindruckendes Kampfflugzeug durch gefährliche, detaillierte Landschaften und gegen feindliche Armeen, sondern auch die Möglichkeit, in luftige Höhen aufzusteigen und sich Gefechte in den Wolken zu stellen. In dieser Hinsicht erinnert das Spiel vielleicht sogar an Star Fox für Super Nintendo, bevor dieses überhaupt veröffentlicht wurde. Trotz der eher spärlichen musikalischen Untermalung wird das Spielerlebnis durch wirkungsvolle Soundeffekte bereichert. Die Steuerung des Kampfjets ist intuitiv und reagiert präzise, was das Flugerlebnis besonders macht. Das Spiel ermutigt zu strategischen Vorgehen, da es sich nicht nur darum geht, vorwärts zu fliegen, sondern auch spezifische Aufgaben in die Mission zu erfüllen. Blue Lightning mag nicht jedem Spieler ansprechen, besonders jene nicht, die sich generell nicht für Flugspiele begeistern können, doch seine Zugänglichkeit, die Vielfalt der Missionen und das Passwortsystem für den Spielverlauf verleihen dem Titel einen beträchtlichen Wiederspielwert. Lemmings markierte zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung eine echte Innovation im Bereich der Rätselspiele und beeinflusste damit die Entwicklung ähnlicher Spiele wirklich nachhaltig. Das Spielprinzip, bei dem es darum geht, die titelgebenden Lemminge, kleine hilflose Wesen, vor Gefahren zu bewahren und ihnen zur Flucht zu verhelfen, erwies sich als so ansprechend, dass Lemmings auf zahlreichen Plattformen umgesetzt wurde, darunter auch überraschenderweise der Lynx. Trotz der Herausforderungen, die die Darstellung der winzigen Sprites und die Komplexität von über 100 Level mit sich brachten, gelang es dem Lynx, Lemmings beeindruckend gut umzusetzen. Spieler wurden mit einer Vielzahl von Optionen begrüßt, darunter Soundeinstellungen und Schwierigkeitsgrade, bevor sie sich in die eigentliche Rettungsmission starten. Die Aufgabe, die Lemminge durch eine Vielzahl von Gefahren zu leiten, indem spezielle Rollen wie Klettern oder Graben zugewiesen werden, erfordert strategisches Denken und Geschick. Die grafische und klangliche Darstellung des Spiels trägt erheblich zur Spielatmosphäre bei, mit detailreichen Animationen und einem Soundtrack, der die Stimmung perfekt einfängt. Ein großer möglicher Kritikpunkt ist natürlich die Steuerung. Das Original wurde immer mit der Maus gesteuert, aber dieses wurde hier auf dem System überraschend gut umgesetzt. Schnell geht es in einen über, den Kleinwesen ihre Aufgaben zuzuteilen. Lemmings stellt wohl nicht nur ein technisch und spielerisch überzeugendes Erlebnis dar, sondern beweist auch die Fähigkeiten des Lynx, komplexe Spielkonzepte erfolgreich zu meistern. Trotz seiner Seltenheit lohnt es sich für Besitzer der Konsole, dieses Spiel zu suchen und zu spielen. Es wird eine charmante, herausfordernde Spielerfahrung, die sowohl junge als auch erfahrene Rätselfans begeistern und zeigt, dass gute Spiele auch jenseits herkömmlicher Genregrenzen ihren Platz hier auf den Lynx finden. Unter den Klassikern und prägenden Spielen des Atari Lynx ist Chips Challenge wohl ein Titel, der immer wieder hervorgehoben wird. Ursprünglich als Beigabe zum Lynx 1 veröffentlicht, erlangte dieses Spiel eine seltene Anerkennung, die über die Grenzen der Lynx-Plattform herausging. In diesem Top-Down-Puzzle-Spiel schlüpft man in die Rolle von Chip, dessen Ziel es ist, Mitglied eines Computerclubs zu werden. Ein Club, in dem auch das Mädchen seiner Träume ist. Um ihr Herz zu gewinnen, muss Chip durch über 140 Level voller Rätsel und Gefahren kämpfen, um Computerchips zu sammeln und zahlreiche Hindernisse zu überwinden. Trotz des scheinbar simplen Konzepts stellt Chips Challenge die Spieler vor anspruchsvolle Herausforderungen, die das Gehirn auf die Probe stellen.
darstellen. Die Grafik des Spiels mag es auf den ersten Blick nicht großartig beeindrucken, denn sie setzt auf Funktionalität statt auf visuelles Spektakel. Doch durch die Sauberheit, Farbenfrohheit und gute Animation wurde eine klare und ansprechende Spielumgebung geschaffen. Die musikalische Untermalung und die Soundeffekte fügen dem Spiel eine fröhliche und lebendige Komponente hinzu, während sie einfache, aber effektive Steuerung dafür sorgt, dass die Spieler sich voll und ganz auf die Lösung der Rätsel konzentrieren können. Trotz der offensichtlichen Parallelen zu anderen Links-Puzzle-Spielen hebt sich Chip's Challenge durch seine spielerische Tiefe und die schrittweise steigenden Herausforderungen ab. Mit seinem ausgeklügelten Passwortsystem für jedes Level und sogar einem versteckten Mandelbrot-Generator bietet das Spiel eine Fülle von Entdeckung und Langzeitspaß. Chip's Challenge ist im Prinzip so wie Tetris für den Gameboy das perfekte Spiel für den Links zum Start gewesen. Es ist ein wirklich einfaches, aber süchtig machendes Puzzlespiel, was ideal für so ein Handheld passt. Der Atari Lynx war damals schon eine sehr beeindruckende Konsole, aber ähnlich wie der Game Gear einfach seiner Zeit voraus. Die fortschrittliche Technik brachte leider viele Nachteile mit sich, angefangen mit dem Preis, über den Batteriehunger bis zu der Unhandlichkeit. Sagen wir mal ehrlich, wer hätte damals seine Eltern überzeugen können, einen Atari Lynx zu kaufen und nicht den wesentlich billigeren Game Boy? Seht ihr? Bei mir genau dasselbe. Schön, dass ihr wieder reingeschaut habt. Ich hoffe, euch hat mein neuer Ansatz an dieses Doku-Format gefallen. Wenn ja oder auch wenn nein, würde mich natürlich einen Kommentar darüber freuen. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut!